Einen wunderschönen guten Morgen, hätte ich es fast gesagt, aber es ist tatsächlich schon 4:15 in dem Sinne einen wunderschönen Tag. Willkommen zurück zu einem neuen Wochenvlog. Es ist Montag. Ich habe heute schon viel erledigt bekommen. Also zumindest war ich heute schon fleißig. Ich habe heute Morgen 10 Kilometer zurückgelegt. Das war heute Morgen mein langer Lauf. Bin dann 2,5 Kilometer zu Fuß zurück für meinen Cooldown. Als ich nach Hause kam, war ich natürlich erstmal duschen. Aber ich habe dann halt noch meine Handtücher gewaschen. Also ich wasche ja immer montags alle Handtücher. Und dann habe ich spontan mich dazu entschieden, endlich den Hefezopf zu backen. Weil ich wollte den schon letzte Woche backen, aber ich hatte null Bock. Und heute, ich weiß auch nicht, ich hatte so richtig Lust. Ich habe vor allen Dingen richtig Lust drauf, den zu essen. Der ist für morgen zum Frühstück. Und ich habe jetzt hier in der Küche gerade gestanden und habe Kartoffelpüree, aber Kartoffelsuppe vorbereitet. Und zwar kommt bei mir immer noch ein bisschen mehr rein als Kartoffeln. Ich mache das immer so Pi mal Daumen. Also ich habe so ungefähr 800 Gramm Kartoffeln drin. Dann sind ungefähr 3-4 Möhrchen und 3 Selleriestangen sowie eine relativ große Lauchstange ist immer noch mit drin. Decke ich jetzt mit Wasser ab, dann koche ich das. Ich hoffe, dass der Topf groß genug dafür ist, dass er mir nicht überläuft. Und dann mache ich immer noch Gemüsebrühe von Knorr mit bei. Später dann halt noch andere Gewürze, weil das Ganze wird püriert. Sonst geht nämlich mein Mann nicht dran. Diese ganzen Gemüsesorten, bis auf die Kartoffeln, isst mein Mann nicht gerne. Isst er eigentlich gar nicht. Also wenn ich das so anbieten würde, würde er nicht dran gehen. Aber wenn ich das dann püriere, das ist wie bei kleinen Kindern oftmals, wenn ich das dann püriere und er nicht weiß, was da drin ist, alles tut die. Der geht auch gleich die Kinder von der Schule abholen. Die hat nämlich heute Nachmittag länger Schule, beziehungsweise die Kinder haben nachgefragt, ob sie länger in der Schule bleiben können, weil die da so eine Art betreutes, betreute Hausaufgaben, ja, so eine Hausaufgabenbetreuung nennt man das, glaube ich, dann in Deutsch. Da wollten die bleiben, weil die Melissa halt jetzt im Seniorjahr ist. Das ist halt das letzte Jahr von der Highschool und die hat da bei einer gewissen Sache so ein bisschen Probleme und ich kann ihr da nicht mehr helfen, dass dann ein Lehrer vor Ort, der damit halt klarkommt, der das eventuell ein bisschen besser also erklären kann und alles. Und deswegen wird mein Mann dann auf jeden Fall gleich die Kinder holen fahren. Und wenn er dann zurückkommt, ist das Essen dann fertig. Ich weiß nicht genau, ob ich morgen nach Manhattan fahren werde mit euch, weil ich brauche ganz dringend Wolle. Ich habe nämlich gestern an einem Sonntag, also gestern Nachmittag, mir zwischen dem Haus halt immer wieder Zeit geholt, ein paar Granny Squares zu häkeln. Und ich brauche ganz dringend andere Farben. Also meine Außenrumfarbe, also die Farbe, die ich halt zum Rahmen, also von außen benutze für die Granny Squares, da habe ich nicht mehr viel. Und ich würde gern noch mindestens 3 andere Farben für so Farbmuster, ja, ein bisschen Farbe halt in die Decke reinzubekommen, würde ich halt gerne noch ein paar andere Wollknäule kaufen. Ich habe bei Amazon geguckt und da kostet halt so ein Knäuel, ich glaube, 8 Dollar fast. Und ich weiß, dass es beim Joann's nicht so teuer war. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Sale war, weil das ist jetzt auch schon bestimmt einen Monat wieder her, wo ich da war. Also mit viel Pech ist der Sale vorbei und ich werde da genauso viel Geld da lassen, wie ich jetzt halt bei Amazon hätte bezahlen müssen. Aber vielleicht haben wir auch Glück und es war kein Sale und es ist so Dauertiefpreis, dann ist es natürlich super. Aber ich weiß noch nicht genau, ob ich das morgen mache oder ob ich das übermorgen mache. Da muss ich mal schauen. Das entscheide ich dann spontan, denke ich. Aber ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß mit meinem neuen Wochenvlog. Ich habe noch keine Ahnung, was diese Woche so bringen wird, außer halt, dass wir auf jeden Fall nach Manhattan müssen. Wann weiß ich halt nicht, aber wir müssen auf jeden Fall. Oder das heißt, wir müssen. Ich möchte auf jeden Fall. Ich muss gar nichts, aber ich möchte unbedingt, weil das Häkeln gestern wieder so viel Spaß gemacht hat. Ich habe jetzt auch mittlerweile übrigens fast 30 Granny Squares zusammenbekommen. Ich zeige euch die später, also im Laufe des Vlogs auf jeden Fall. Spätestens, wenn ich dann halt die anderen Farben habe und dann einen Granny Squares mit der anderen Farbkombination gehäkelt habe. Da hole ich euch die Woche auf jeden Fall so ein bisschen mit. Ich werde aber jetzt anfangen, schon mal die Suppe anzustellen. Das ist jetzt 4:20. Das dauert zwar nicht lang, bis das alles geköcht ist, aber dann kann ich das vielleicht schon vorpürieren und warm stellen und genau, so viel dazu. Ich werde jetzt auch mal gucken. Ich habe nämlich gerade eben eine Nachricht bekommen. Ich glaube, die Claire hat gefragt, was es heute Abend zum Abendessen gibt. Und dann kann ich dann hier antworten. Kartoffelsuppe mit Würstchen. Die habe ich nämlich auch im Kühlschrank.
Ich habe mir heute Morgen eine Monstera gegönnt im Dillons. Ich war nämlich heute Morgen ganz kurz, nachdem ich die Kinder in die Schule gefahren habe, einkaufen. Also eigentlich nur wegen Hafermilch, das war der Hauptgrund, weil ich hatte, glaube ich, schon mal erwähnt, dass der Dillons bei uns in der Stadt der einzigste Laden ist, der halt dieses Oatly hat. Aber ich konnte an dieser Monstera nicht vorbei. Ich hoffe, dass die mir nicht eingeht. Ich habe nämlich kein Talent, also keinen grünen Daumen, was so Indoor-Plants angeht, die so ein bisschen anspruchsvoller sind. Aber ich glaube, Monsteras sind relativ simpel, hoffe ich, keine Ahnung. Aber ich schaffe es auch immer wieder, irgendwie auch Zimmerpflanzen, die eigentlich pflegeleicht sein sollen, eingehen zu lassen. Diese Pflanze sah auch schon mal besser aus, aber die bekommt hier überall neue Babyblätter. Deswegen habe ich da noch nicht aufgegeben. Das ist eine IKEA-Pflanze, die haben wir vor 2 oder 3 Jahren im IKEA gekauft. Aber ihr seht, es ist nur noch ein winzig kleiner trauriger Ast am Leben. Aber der bekommt halt, wie gesagt, momentan Babys, also kleine Babyblätter. Deswegen habe ich da noch nicht aufgegeben. Wenn ihr einen Tipp habt, was Monsteras angeht, dann immer her damit. Hier steht jetzt indirektes Sonnenlicht und halt wässern, wenn halt mindestens 1 Inch oben an der Oberfläche vom Dreck, hätte ich es fast gesagt, von der Erde, from the dirt, halt trocken ist. Dann soll man die bewässern. Man soll halt nicht die einmal komplett austrocknen lassen. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie oft man Zimmerpflanzen umpflanzen soll, umtopfen oder halt eventuell mit Dünger versorgen soll. Ich habe, wie gesagt, null Ahnung. Ich habe halt eigentlich immer so Zimmerpflanzen, die den Kopf hängen lassen und dann gibt man denen Wasser und 2 Stunden später stehen die wieder. Das sind die einzigsten Pflanzen, die bei mir halt überleben. Zum Beispiel diese hier. Die wächst und die gedeiht. Oder halt diese 2. Denen habe ich jetzt gerade Wasser gegeben, weil sie halt anfangen. Ihr seht es hier so, die Blätter hängen so ein bisschen. Dann weiß ich, dass es Zeit ist, denen Wasser zu geben. Aber selbst diese Spider-Plant, ich weiß auch nicht, die bekommt hier überall. Da habe ich das schon abgeschnitten. Also wer Tipps hat und weiß, was mit der Armpflanze nicht stimmt, was die gerade braucht. Ich glaube, Vitamine fehlen der. Vielleicht umtopfen? Ich habe keine Ahnung. Lasst es mich gerne wissen. Aber sieht die nicht einfach schön aus? Ich finde das vor allen Dingen dieses Blatt hier, finde ich, so schön mit dem Weiß. Einen wunderschönen Mittwoch. Ich stehe in Manhattan auf dem Parkplatz. Ich habe ja gestern oder vorgestern erwähnt, dass ich Wolle brauche. Und ich habe hier auch meinen Cranny Square mitgebracht, damit ich die Farben vergleichen kann. Aber ich hätte halt gern irgendwie was mit Baby Rosa. Das ist übrigens dieses hier von Sugar and Cream. Und da brauche ich vor allen Dingen die Farbe RQ. Keine Ahnung, ob man das sieht. Aber das ist halt die Farbe für den Rahmen, für außenrum. Das brauche ich ja für jedes einzelne Cranny Square. Und dann muss ich mir irgendwann, also wenn ich ein paar mehr Cranny Squares gemacht habe, überlegen, welche Wolle, welche Farbe ich benutze, für halt die Cranny Squares dann aneinander zu nähen. Ob ich da eine andere Farbe benutze, sodass dann halt zwischen diesen Cremefarben dann halt irgendwie nochmal so eine ganz andere Farbe ist. Das weiß ich noch nicht. Das entscheide ich dann, wenn es soweit ist. Bis dahin geht noch viel Wasser de Mosel runter. Ich werde jetzt in Joann's und danach werde ich mal gucken, ob ich in Aggieville einen Parkplatz finde, weil ich wollte eventuell noch in den Dusty Bookshelf oder mir einen Smoothie holen. Vielleicht hole ich mir dann aber statt einen Smoothie auch später im Radina dann einfach in Eiskaffee und esse dann da was zu mittags. Es ist nämlich jetzt 11 Uhr, also bis ich hier im Joann's fertig bin und in Aggieville durch bin, ist es locker Mittag. Ich muss ja sowieso erstmal gucken, welche Farbe ich da haben will. Also ich habe mir auf jeden Fall im Internet, habe ich mir so einen Screenshot gemacht, weil bei Amazon, ich hatte halt schon geguckt gehabt, das hatte ich glaube ich auch erwähnt, aber dass mir das dann im Internet zu teuer gewesen ist. Also ich hätte schon gern so ein, das ist, ich weiß nicht, sieht man das? So ein Korall, also so ein rosa, orange, so was ganz dezentes, baby, zarthaftes, also so ein Baby-Rosa schon fast, nennt sich Coral Rose. Dann muss ich mal gucken, ob sie das haben und dann müssen wir vor allen Dingen auch gucken, welche anderen Farben wir holen, um das halt zu kombinieren, dass wir dann halt auch Granny Squares halt auch mit 3 verschiedenen Farben haben, die dann aber auch hiermit zusammenpassen und dann nicht irgendwie, es soll ja gut ausschauen, wenn ich das so versetzt aneinander nähe später und deswegen, ich war heute Morgen übrigens schon laufen, meine 5 Kilometer.
Ich habe so ein bisschen auf Geschwindigkeit trainiert heute. Ich habe zwar jetzt heute keine 5 Kilometer unter 30 Minuten geschafft, aber es war knapp. Es waren, glaube ich, 30 Minuten und 15 Sekunden, 20 Sekunden. Keine Ahnung. Also ich werde auf jeden Fall weiter dran arbeiten. Aber das habe ich heute Morgen schon erledigt. Ob man noch in Marshalls gehen hinterher, weiß ich nicht, weil bei dem stehe ich eigentlich auf dem Parkplatz. Der Marshalls ist direkt hier. Aber da brauche ich eigentlich nichts. Und da geben wir wieder nur unnötigerweise Geld aus. Abgesehen davon, wenn ich jetzt wirklich zum Dusty Bookshelf fahre. Die hatten zwar die letzten paar Male, wo ich da war, nicht so viel an Büchern gehabt. Also nicht so viel Auswahl. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ob die Leute ihre gebrauchten Bücher dort nicht mehr verkaufen oder zum Verkauf abgeben. Was macht denn der da? Guckt sich sein Auto von vorne an. Der hat das Auto bestimmt gebummt. Hast du fein gemacht. Dann geben wir Marshall nicht unnötigerweise Geld aus, weil wir eventuell Geld im Dusty Bookshelf ausgeben. Und dann können wir uns das Marshall sparen. Da gehen wir das gar nicht rein. Aber zum Joann's gehen wir jetzt zusammen. Keine Ahnung, inwiefern ihr die Farben der Wolle überhaupt hier sehen könnt gerade, aber ich dachte mir, ich zeige euch die ganz schnell. Ich bin mal bei einer Farbe noch ein bisschen unsicher, ob die nicht eventuell doch ein bisschen zu grell ist. Aber ich denke, ich werde die in einem Granny Square verarbeiten und dann spontan entscheiden, ob ich die vielleicht dann für was anderes benutzen werde. Aber im Prinzip, im Grunde finde ich die Farbe so schön. Und zwar handelt es sich hier um diese hier, um Tangerine, also Mandarine. Das ist so ein, sieht man natürlich ganz schlecht, ne? So ein Orange, Rosa, ganz knallig. Ich zeige euch das, glaube ich, daheim nochmal im normalen Licht. Das Gelb habe ich nochmal mitgeholt, also dieses Mustard, was halt auch hier drin ist. Das ist die Farbe Bamboo. Dann dachte ich mir, so einen schönen Lila-Ton, so einen richtigen Pastell-Lila-Ton, richtig schön. Die Farbe nennt sich Cornflower, es ist also so ein Lila-Blau, wie halt die Kornblume auch. Sagt man eine Kornblume, Cornflower? Ich denke irgendwie an Mohn, an Mohnblumen, wenn ich das sehe und wenn ich Cornflower höre. Keine Ahnung. Noch rosa. Also ich hatte ja sowieso vorgehabt, mir rosa zu besorgen. Das hier ist jetzt auch wirklich rosa. Also die Farbe nennt sich Rose Pink. Dieses Korall war mir dann doch ein bisschen zu orange. Noch knalliger und oranger als Mandarine. Also das hat mir dann gar nicht gefallen. Also zumindest nicht in Kombination mit jetzt mit einer Decke, also mit den ganzen Granny Squares und alles. Und Erku. Die Farbe Erku habe ich jetzt dreimal insgesamt mitgenommen, weil das halt so die Farbe ist, die halt immer außenrum bei jedes einzelne Granny Squares halt als Rahmen außenrum kommt. Deswegen brauche ich davon natürlich ein bisschen mehr. Werde ich dann im Laufe der Woche auf jeden Fall nochmal ein bisschen häkeln. Aber ich fahre jetzt nach Aggieville, weil das ist von hier aus nur ein paar Minuten. Eigentlich muss ich nur hier, wenn ich jetzt hier links abbiege, einfach immer nur der Nase nach und dann komme ich automatisch da raus. Gucken wir mal, ob wir einen Parkplatz finden. Da hole ich euch mit dem Handy dann so ein bisschen mit. Ob ich mir dann da was zu trinken hole, weiß ich noch nicht. Also ich habe ja keine Ahnung. Also ich wollte eigentlich nur die Wolle kaufen. Das war so der Hauptgrund, weshalb ich überhaupt nach Manhattan gefahren bin. Und morgen kann ich halt nicht fahren. Morgen hat mein Mann einen Zahnarzttermin. Jetzt ist halt mein Mann zu Hause. Das heißt, der Hund ist halt nicht alleine. Den lasse ich nur ungern stundenlang allein zu Hause. Und deswegen bin ich heute gefahren, weil Freitag wären wir dann auch wieder zu knapp gewesen. Samstag gehen wir übrigens, denke ich gerade dran, aufs Oktoberfest. Da haben wir Oktoberfest bei uns in der kleinen Stadt. Da wollte ich das erste Mal, seit wir hergezogen sind, hin, um zu gucken, was dann da so los ist. Da wollten wir Samstagnachmittag hin. Und am Sonntag habe ich ja dann wieder
also hat die Claire wieder eine Reitstunde. Das ist dann jetzt am Sonntag um 12 Uhr. Also vollgepacktes Wochenende. Wahrscheinlich mache ich da aber so einen extra Vlog dann draus. So ein Weekend in my life, a few days in my life Vlog oder irgendwie sowas. Aber ja, wir fahren jetzt nach Aggieville und mal gucken, was da so geht. So sieht die Wolle jetzt verarbeitet aus. Ich zeige euch die mal noch gerade hier in einem besseren Licht. Also ihr seht, es ist halt eine sehr grelle Wolle. Das ist die Farbe Mandarin. Dann haben wir hier das Rosé. Das hieß, ich habe auch die Papiere noch hier, also die Verpackung, Rose Pink. Und dann haben wir hier diese Mondblume bzw. Cornflower. Die habe ich jetzt gar nicht gebraucht. Die werde ich dann weiter hier für diese Granny Squares verarbeiten, weil ich habe mir überlegt, wenn ich die dann jetzt so abwechselnd in einer Reihe immer wieder hinlege, sieht das bestimmt richtig, richtig gut aus. Weil ihr seht, ich habe hier ein Grün und dann habe ich hier dieses Gelb-Braun. Hier habe ich dann dieses Grün und Braun und Gelb andersrum angeordnet. Und hier habe ich es dann nochmal komplett anders geordnet. Da habe ich dann Gelb, Braun und Grün. Und davon mache ich dann jede Menge. Und dann belasse ich das mit dem Rot. Also Rot, Rosa und diesem Cornflower. Also das lasse ich so im Pattern. Und dann setze ich die immer hier so versetzt. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin echt happy, dass ich halt diese Wolle mitgenommen habe. Weil ich hatte die nämlich tatsächlich nochmal zurückgelegt im Laden. Ich habe mir die angeguckt. Und dann habe ich nochmal zurückgelegt. Und dann dachte ich, nee, die ist dann doch ein bisschen zu knallig. Das sieht bestimmt nicht cool aus, aber ich finde, das sieht richtig schön aus. Also mir gefällt das auf jeden Fall richtig, richtig gut. Da werde ich jetzt noch ein bisschen weiter häkeln, weil da werde ich noch einige Granny Squares brauchen, denke ich. Gerade von denen hier werde ich noch jede Menge brauchen. Da werde ich auch wahrscheinlich noch mal Wolle einkaufen müssen. Hoffentlich haben sie dann überhaupt die Farbe noch, weil ich glaube von einer, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt von diesem Pink-Rosa war oder von dieser Cornflower, war nur noch eine da, glaube ich. Und bei Amazon kosten die tatsächlich doppelt so viel. Also ich habe jetzt pro Ballen, habe ich jetzt $4,50 bezahlt im Joann's und bei Amazon hätte ich für Super Size von der, also gleiche Marke, gleiche Farbe, gleiche Grammanzahl hätte ich $8 und ich glaube 85 oder 90 bezahlt und dann sind noch keine Steuern dabei. In Kansas
wird dir erst später an der Kasse nochmal so die Taxes, also die Steuern draufgeknallt. Deswegen, aber ich finde das... Sieht richtig gut aus. Also das wird richtig klasse. Und ich denke, da werde ich auch tatsächlich die Granny Squares mit diesem Weiß, also mit diesem cremefarbenen Faden, also mit der Wolle zusammennähen. Das wird sonst zu busy. Das wird sonst zu viel. Also ich finde das richtig schön. Bin gespannt, wie das dann am Ende ausschaut, weil die soll ja richtig groß werden, die Decke. Also 2 Meter mal 2 Meter müssten drin sein. Wunderschönen Freitag beim Gammeln auf der Couch. Der Hund liegt immer noch in meinem Arm. Also ich weiß auch nicht, seit ein paar Tagen, jetzt schon die ganze Woche, kuschelt die sich immer extrem gerne richtig eng an mich dran. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte Anfang der Woche so ein paar Tage, wo es mir mental nicht so gut ging. Das habe ich jetzt bei Social Media nicht so breit getreten. Aber ich glaube, der Hund merkt das immer sofort. Der ist total verkuschelt. Der ist aber auch heute Morgen mit Steven, also ihr habt gesehen, der war heute Morgen im Park. Oh, Mausizahn. Ich war ja heute Morgen schon laufen, meine 7 Kilometer. Und normalerweise mache ich dann so einen Cooldown-Walk nach Hause. Und dann kam aber mein Mann mir auf einmal entgegen. Ich wollte gerade nach Hause. Also ich bin gerade am Parkplatz vorbei, als er dann mit dem Hund da ankam. Also wäre er ein paar Minuten später gekommen, hätten wir uns verpasst. Auf jeden Fall hat er mich dann heute Morgen mit dem Hund überrascht. Ich liege jetzt auf jeden Fall ein bisschen faul noch auf der Couch rum und lese mein aktuelles Buch. Ist richtig gut. Es ist der erste Band von insgesamt 3. Kingdom of the Wicked. Richtig, richtig, richtig klasse. Auch passend jetzt hier für die Halloween-Zeit, weil es ist ja tatsächlich jetzt auch schon nächste Woche. Also wenn ihr das Video seht, ist schon Oktober. Aber momentan ist halt Freitag der, ich glaube, 27. Ja, der 27. September und nächste Woche ist es halt einfach mal schon Oktober. Am Wochenende ist übrigens nicht Abschlussball, sondern Pom. Wie nennt man das? In der Schule hier in Amerika hat man ja so jährliche Bälle. Homecoming-Ball. Und da geht auf jeden Fall die Claire hin. Die Melissa möchte auf jeden Fall im Frühling auf den Abschlussball, weil die hat ja jetzt dann das letzte Jahr, das ist dann die letzte Möglichkeit, dass sie überhaupt auf einem Ball kann. Also das kennen wir ja gar nicht so aus Deutschland, also zumindest nicht diejenigen, die halt in die normale Haupt- oder Realschule gegangen sind. Ich glaube, im Gymnasium gibt es das auch oder beim Abitur machen das manche Schulen, aber als ich groß geworden bin in meiner Schule, war das halt kein Ding und das möchte die Melissa dann auf jeden Fall nächstes Jahr im Frühjahr machen. Die ist ja auch übrigens schon im College angenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Die hatte sich bei mehreren Colleges beworben und jede Bewerbung hier ans College kostet uns $80. Deswegen bin ich super glücklich und super froh, dass wir kurz nachdem sie sich hier beworben hat, bei insgesamt, ich glaube, 3 Colleges, dass er hier in Manhattan im College schon Bescheid bekommen hat, dass er angenommen wird, also dass er da hingehen kann nächstes Jahr. Am 2. Oktober, glaube ich, ist in der Schule so eine Art Meeting für die Schüler. Und da bekommen die dann so ein Starterpaket, wo dann die Eltern auch Papiere ausfüllen müssen für eventuelle Scholarships, weil natürlich auch das College nicht gerade super günstig ist. Also ich habe zwar das Glück, beziehungsweise wir haben das Glück, dass der Grandpa, also der Opa, also der Papa von meinem Mann, von der Seite aus, dass die schon so ein College Fund angelegt haben, also bei der Bank angelegt haben, als die noch in Windeln waren, die Kinder. Und dass dann jedes Kind deswegen rein theoretisch schon ziemlich viel Geld angesammelt bekommen hat, also College-Geld. Die ersten 2, 3 Jahre vom College sind auf jeden Fall schon bezahlt oder wir haben zumindest mal das Geld von halt diesem College Funds. Dennoch denke ich, werden wir beziehungsweise wird die Melissa sich bewerben für eine Scholarship, weil die ja Medizin studieren möchte und dieses Medizinstudium mehr als nur 3 Jahre geht. Aber ja, ich dachte, ich melde mich dann jetzt, erzähle euch ein paar Takte. Ich weiß gar nicht, inwiefern ich gestern was erzählt habe. Oh, guten Morgen. Sind wir auch schon wach? Wir sehen noch ein bisschen zerknautscht aus, ne? Ich denke, ich werde am Wochenende auch noch ein bisschen mitvloggen. Die Melissa wollte auch jetzt am Wochenende was Leckeres backen. Die wollte Pumpkin-Streusel-Muffins backen. Ich freue mich, glaube ich, mehr auf diese Streusel-Muffins wie mein Kind selber. Die backt ja total gerne, hat ja schon länger nichts mehr gebacken. Aber ja, ich werde jetzt noch ein bisschen lesen, denke ich. Oh, habe ich mich zu viel bewegt? Oh.
Bübi, tut mir leid. Ich werde jetzt noch ein bisschen lesen und gucken, wie weit ich noch komme. Ich denke, ich mache mir auch noch einen Kaffee. Ich bin nämlich total platt. Ich bin froh, dass heute Freitag ist, dass wir morgen ausschlafen können, beziehungsweise ein bisschen länger pennen können. Und ich habe mich auch übrigens total vertan. Ich hatte, glaube ich, Anfang vom Video oder mittwochs erzählt, dass dieses Wochenende Oktoberfest ist. Das ist nicht dieses Wochenende, das ist tatsächlich nächstes Wochenende. Ich habe keine Ahnung, warum ich geglaubt habe, dass dieses Wochenende Oktoberfest ist. Das ist tatsächlich erst, ich glaube, 4. Oktober fängt das Ganze an. Also wenn der 4. Oktober ein Freitag ist, fängt es dann das Wochenende halt an. Da werden wir dann samstags auf jeden Fall abchecken und gucken, was da los ist, wie die Amerikaner hier in unserer kleinen Stadt Oktoberfest veranstalten. Also ich bin in Deutschland immer sehr gerne also zu diesen Veranstaltungen gegangen, also zur Kirmes. Oktoberfest lag mir nie viel dran in München, weil ich weiß auch nicht, keine Ahnung, da gehen die Leute ja oftmals nur zum Saufen hin, das muss ich mir nicht geben. Das habe ich mir schon in meinen 20ern nicht gerne gegeben, da ist mir nie was dran gelegen. Aber als wir in Bayern gewohnt haben, bin ich halt immer sehr gerne auf die Kirmes. Ich bin ja aus Rheinland-Pfalz, gebürtiger Trierer, und da, wo ich groß geworden bin, hat man halt im Herbst einen Kirmes. Also wir bei uns in Fell, bei uns in dem Kuhgrafenfell, hatten wir immer das dritte Wochenende im September Kirmes, und das Wochenende vorher war dann halt in Schweich Kirmes. Und ich glaube, das Trierer zu Lauben Fest ist ganz Anfang August oder war es Ende Juli. Also so, wenn man so in den August reinschlittert, also in den Herbst reinschlittert, fing halt bei uns so die Saison an für halt Kirmes überall. Und als wir dann nach Bayern gezogen sind, also ich hatte persönlich zumindest das Gefühl, dass in Bayern oft und viel Kirmes ist. Also da gab es Frühjahrskirmes, dann gab es halt das erste Maifest. Da wurde halt nochmal so eine Art Kirmes eigentlich veranstaltet. Ostermarkt gab es da, da gab es dann auch eine Kirmes dabei. Also für die Kinder, ich bin so froh, dass meine Kinder die Möglichkeit hatten, in Bayern groß geworden zu sein. Also dass die Möglichkeit bestand, dass die dann halt da, die hauptsächlich halt ihre Kindheit dort verbringen durften. Ich fand das so schön. Wir vermissen es alle sehr. Aber ich wollte halt am Wochenende, also nächstes Wochenende, dann auf jeden Fall gucken, wie das Oktoberfest halt hier gefeiert wird, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es halt einmal nochmal komplett anders ist als zu Hause, logischerweise. Aber da hole ich euch dann auch auf jeden Fall mit. Ich denke, da werde ich auch die große Kamera, also die Kamera, die ich halt jetzt in der Hand halte, mitnehmen und ja, dann machen wir einfach so einen Wochenend-Vlog draus nächstes Wochenende. Und ich höre jetzt aber auf zu labern. Ich lese jetzt noch ein bisschen und melde mich später nochmal bei euch. Zum Mittagessen gibt es einfach nur Leftover-Kartoffelsuppe mit einem Würstchen. Ist nicht viel übrig geblieben, aber das esse ich dann jetzt. Ich schaue dazu übrigens eine meiner Lieblings-Booktuber. Die macht aber auch normale Vlogs. Also wenn ihr englische Vlogs schaut, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, Sarah Caroli, schaue ich total gerne. Die macht auch ganz viel Book-Content. Da schaue ich jetzt auf jeden Fall den neuesten Vlog während dem Essen. Ich habe mir zuerst eine Pflanze gekauft in diesem Vlog sogar. Aber ich konnte nicht an ihr vorbei. Die schaut so schön aus. Und die im Baumarkt meinte, wenn die innerhalb von 12 Monaten sterben sollte, kriege ich sogar mein Geld wieder. Also wir probieren es einfach mal. Ich fand die so schön. Vor allem ist sie schon so schön groß. She's a beauty.